Willkommen zurück im Paradies. Wir gehen nach ganz unten, würde ich sagen. Da müssen wir ja wieder. Genau, das ist. Das müsste genau das da ganz unten sein. Da, wo wir angefangen sind, da sind wir hier unten durch den Gang durchgegangen, haben die ganzen Zeug gemacht, wo ich mich schon wieder nicht dran erinnere. So, was ist jetzt hier? Komm, mach hin, ne? Einmal nach unten, bitte. Los, los. Hey, verstehe. Moment hier mal. Andere Seite vielleicht. Okay. Geht ja schon wieder gut los hier. Wie jetzt? Andere Seite vielleicht? Gut, hier ist ja gesperrt. Ah, jetzt können wir hier durchgehen. Verstehe. Genau. So, wir gucken mal hier. Ah, hier waren auch schon die Viecher unterwegs, wenn jetzt hier nicht übermütig werden. Ja, genau. Da unten sind wir durchgegangen. Dann war ja der Greifarm. Dann müssen wir bestimmt gucken, wann die Position da war. War das ganz oben? Wir aktivieren das Ding einfach mal, gucken, was passiert. Man kann ja auch mal Glück haben, ne? War er direkt genau an der richtigen Position. Sehr gut. Tschö, bis später. Gut. Mal eben gucken. Okay. Okay. Jetzt können wir nochmal hier unten gucken. Die andere Seite rüber gehen, was hier noch war. Dass wir hier irgendwelche tollen Dinge noch verpassen. Hallo? Nee, sieht mir nicht nach tollen Dingen aus. Danke für nichts. Dann sprinten wir einmal da rüber. Hier keine Viecher am Start. Okay, das hängt jetzt hier. Haben wir das nächste Nupsi-Ding. Mach mal. Was habe ich getan? Wie jetzt? Was? Habe ich mich hier gedreht? Ich glaube, das war nicht richtig. Ja, das war nicht richtig. Ah! Okay, wir sind. Ach, das ist okay. Dann nehmen wir erstmal das Ding hier. Natürlich, wir müssen erst das hier nehmen. Nimm mal den magischen Saugnöpfen. Okay, er hält das anscheinend dann. Ja, wir gehen mal raus. Sehr gut, sehr gut. Jetzt aber. Müssen wir dich bestimmt aktivieren, dass du gegriffen wirst.
Ich gehe mal lieber erst auf die Seite hier. Oder Moment mal. Sind wir wieder ganz oben? Hier waren wir doch schon mal, ne? Das ist doch. Oder? Vertue ich mich hier schon wieder. Egal, hier gibt es was, wo ich meine Finger reinstecken kann. Das machen wir. Was passiert? Ja, klar. Natürlich. Ja, wieso kann ich? Ich habe doch so ein Zweier-Ding, warum kann ich das denn hier nicht draufstopfen? Okay. Vielleicht hätte ich doch mal auf die andere Seite erst gehen sollen. Ich bin, ja, ein bisschen verwirrt mal wieder. Was ist denn jetzt hier? Okay. Vielleicht hätte ich doch erstmal da auf die andere Seite gehen sollen. Ich glaube, hier, wo ich jetzt gerade bin, hier sollte ich nicht sein. Ich gehe mal zurück. Zum Glück kann ich endlich sprinten. Sprinten, sprinten. Momentchen mal, Momentchen. Vielleicht kann ich auch direkt. Was passiert, wenn ich jetzt klicke? Ah. Sagen wir mal die einfachsten Dinge, ne, wo man nicht dran denkt. Also, jeder hätte daran gedacht, nur ich nicht. Ich wollte noch so eine kleine Sightseeing-Tour mit euch machen, wollte euch ein paar tolle Dinge hier zeigen. Aber. Oh, Erfolg. Was haben wir denn hier? Weg nach vorn. Ja. Bin ich mir nicht so sicher, ne? Ich bin mir auch nicht so sicher, ob das gerade so gut war, was ich hier getan habe. Okay, das fährt mich zum Glück nur auf die andere Seite. Ich habe nämlich Angst, alles will mich hier töten. Wo ist das Ding hin? Ich das nicht tun sollen? Machst du jetzt hier irgendwas? Du machst gar nichts. Oh verdammt, ich war doch da in der Mitte. Was habe ich hier getan?
Jetzt hängt das Ding dahin. Ah, okay. Ich kann noch weiterfahren. Hey, ich möchte gern da. Ah, ich glaube, ich hab's. Wir gehen jetzt in die Mitte. Fahr mit dem Ding in die Mitte, weil das hält nämlich dann ganz hinten. Und dann können wir da hinten durchgehen. Das ist der Plan. Das ist ein guter Plan. Bring mich zu einem schöneren Ort. Ich weiß immer noch nicht, wie ich dieses Waffending hier vor allen Dingen aufladen. Ach! Jetzt check ich das! Ich habe einfach mal geklickt. Nein! Lass mich hier raus! No! Ich habe einfach mal geklickt. Wir können das Ding aufladen, indem wir. Muss mal selber hier gucken. Wir haben ja eh gerade Zeit. Wir müssen LT und X drücken und wenn wir das hier haben, dann können wir das Ding aufladen. Ja, danke! Jetzt kann ich ja auch bum bum machen, aber wie kann ich mein Leben aufladen? Das ist viel wichtiger. Das hat mir noch keiner gesagt. Jetzt kann ich. Jetzt bin ich hier. Jetzt kann ich. Ich habe gar keine Angst mehr. Wo seid ihr? Los! Ich will euch alle hier fertig machen. Auch Leben, denn wir brauchen Leben. Ach du heilige Güte. Oh, nicht schon wieder so ein Ding. Oh. Ich habe gedacht, ich bin jetzt hier endlich mal durch. Was machst du? Ach, das ist doch so ein. Dann ist das meine Munition, ne? Da kann ich die Munition aufladen. Kann ich hier noch mehr reinladen? Ne. Was machst du jetzt, wenn ich dich klicke? Gibst du mir neue Munition? Ah, da oben, da. Ich check's jetzt auch erstmal. Da ist eine Munitionsanzeige. So viele Munition habe ich. Quasi kann ich hier jetzt noch nachladen. Okay. Ja, ist ja auch gut, da ich nach wie viel? 3 Stunden spielen oder so? Oder nicht 3 Stunden spielen? Ich habe ja schon, keine Ahnung, 10 Stunden gespielt, aber auch mal endlich verstehe. Ich verstehe. Ja. Hier geht es nicht weiter. Okay. Dann gehen wir nach unten. Wow, wow, wow. Okay. So, du, Hühnchen. Nein. Ein Schuss aufs Hühnchen reicht nicht. Zwei Schuss aufs Hühnchen. Nachladen. Der ist ja jetzt total easy, das Game hier. Ich kann das Hühnchen kaputt machen. Momentchen. Kann ich hier geradeaus gehen? Okay, gut. Hier ist ja nix, da ist wieder gesperrt. Machst du was? Bist du mein Freund jetzt? Sind wir Freunde? Habe ich endlich Freunde? Einmal die Kurzfassung. Ich bin hier gerade noch überall rumgelaufen gehabt, nichts mehr gefunden. Oben, rechts, oben, links, überall.
habe ich mir das Ding hier genauer angeguckt und dann fiel mir auf, dass das ja irgendwie ein anderer Waffentyp ist, als, also der, der quasi am Anfang war. Und da habe ich mir gedacht, ja, aber ich habe jetzt diese Waffe hier. Dann habe ich einfach mal auf das D-Kreuz hier an der Seite gedrückt und wir können einfach die Waffen durchwechseln. Danke, Spiel, dass mir das immer jemand sagt hier. So, jetzt können wir nämlich das Ding bedienen. Das habe ich dann auch getan. Dann hat sich das Ding geöffnet. Da kommt dann so ein ganz großer Typ dann an, der, den ich irgendwie nicht töten kann. Und ich, mein Leben ist quasi einmal und tot. Was soll ich euch sagen? Vielleicht sollte ich mal irgendwie mal reinlesen, wie man sich das Leben ausfüllen kann. Wäre vielleicht sinnvoll, ne? Vielleicht kann man es auch gar nicht. Okay, wir versuchen jetzt auf jeden Fall den Typen, wir wechseln erstmal auf die andere Waffe. Dem Typen, der ist da hinten, bin ich reingegangen und da ist so ein dicker Typ rausgekommen. Und da muss ich anscheinend auch rein. Gehe ich jetzt mal von aus. Ich versuche den mal einfach dann aus dem Weg zu gehen und den hier zu umlaufen. Aber der läuft die ganze Zeit mir dann hinterher. Und das ist ein Problem. Wo war der Typ? Da kommt das komische Ding an. Und den kann ich irgendwie, meine ich, auch nicht. Verfolgt er mich jetzt? Okay, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Kommt er hier hinterher? Ich hoffe nicht. Ja, das fehlt mir jetzt auch noch. Oh no, 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 no. Rätsel mit noch so einem Viech, was sich die ganze Zeit. Oh no! No, das ist doppelt nur gut. Ich laufe hier weiter. Okay, was ist das hier? Okay, andere Waffe. Andere Waffe. Mach doch! Mach doch! Tschüss! Viel Spaß noch! Jetzt kommen hier zwei. Bei meinem Glück. Waffe wechseln. Okay, ich bin so froh. Wie gesagt, einmal. Mich muss eins nur irgendwie treffen. Und das war's schon wieder. Ich habe immer noch das Gefühl, dass mich potenziell hier irgendwie alles töten will. Ich habe euch doch nichts getan. Ich habe dir doch nichts getan. Warum tust du mir das an? Und der Akt 3 geht schon irgendwie verdammt lange, muss man auch mal so sagen. Oh no, jetzt kommen die Dinger auch noch wieder. Hier kann ich rübergehen. Okay, was haben wir hier? Kann ich damit fahren? Aufzug, ja. Mich würde aber erstmal interessieren, was da hinten noch abgeht. Ist das Ding weg? Wahrscheinlich geht hier gar nichts ab, ne? Ja. Genau, da geht einfach gar nichts ab. Dann fahren wir nach oben. Hallo? Hallo? Erstmal. Da läuft so ein Ding. Ich weiß nicht so genau. Brauche ein Dreier-Ding. Ein Dreier-Schlossteil. Hör auf, Spiel. Hör auf. Wollte schon sagen, wenn ich jetzt nicht hätte wieder weitergekonnt, aber.
Was machst du? Okay, du machst jetzt da unten auf. Und sonst so bei euch? Zockt ihr? Wo muss ich mal? War der Aufzug denn hier? Ne, da. Hier. Wo? War? Wie? Wo? Wo war denn jetzt der Aufzug? Ich bin schon sogar so verwirrt. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wo das ist. Da. Sonst so bei euch? Alles gut hier? Das hoffe ich. Ernsthaft? Ernsthaft? Spiel will mich fertig machen. Das Spiel will mich fertig machen. Ist weg. Ich habe so eine Panik. Ich weiß nämlich nie, wo das Ding hier speichert, weißt du? Und dann muss ich den ganzen Mist nochmal machen. Okay. Dann wechseln wir mal wieder die Waffe und stopfen wir das da rein. Du. Gut. Gut. Und was machst du hier? Du füllst meine Munition auf. Kannst auch mein Leben auffüllen? Das fände ich geil. Hallo, kannst du bitte mein Leben auffüllen? Hallo. Hallo. Ich kann nochmal klicken. Was passiert? Nix. Hallo, gib mir Leben. Mach doch. Er gibt's mir nicht. Ich muss doch irgendwie. Oder kann ich das vielleicht, wenn ich jetzt die Waffe wechsle? Gib mir jetzt Leben. Sollst mir Leben geben. Er macht's nicht. Okay. Mein Schicksal. Das sind ja erschwerte Bedingungen, die ich habe. Hi. Hi. Hi, wie geht's dir? Er schon wieder. Hoffentlich hat er es jetzt nicht mitgekriegt. Steht jetzt direkt neben mir. Volles Risiko. Let's go. Aufzug. Wo war der Aufzug? Hier vorne, ne? Sag doch mal was. Warum spricht hier keiner mit mir? Ciao. Mach's gut. Mystisch öffnen wir wieder dieses Teil. Was bist du?
Ja, mehr Munition, ne? Jetzt habe ich auch endlich gecheckt, was diese Dinger sind, ne? Kriege ich jetzt mehr Munition? Nö. Ja, geil. Erstmal hier die Hütte zumachen. Gut, gut. Sequenzi. Ich sehe nicht mehr so gesund aus. Wow, eine Achterbahnfahrt? Hallo? Was geht hier ab?